Yo, was geht ab, Leute, und heute zeige ich euch die 6 besten gestretchten Auflösungen. Und wenn du einfach wissen möchtest, wie man jede einzelne, anwenden kann, sag ich mal, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn in der Endcard werde ich 2 Videos verlinken, einmal für die PS4 und die Xbox und zum anderen werde ich da auch noch ein Tutorial verlinken, wo ich euch das Ganze für die Nvidia gezeigt habe. Deswegen bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran und wenn ihr euch wundert, wer diese Gameplays erspielt hat jetzt von den jeweiligen Auflösungen, das war nicht ich, weil mein PC ist, wie ihr alle wisst, bestimmt einfach zu schlecht dafür, einfach so Gameplays aufzunehmen. Deswegen wundert euch einfach nicht, das hat ein amerikanischer YouTuber hochgeladen und der hat so ein ähnliches Video gemacht. Checkt ihn gerne mal ab, ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt, bringt mega nice Content, ist ein Pro-Player, kann man fast behaupten. Also checkt ihn gerne mal ab und du weißt auf jeden Fall Bescheid mit dem Tag FAR-Gaming kannst du mich in Fortnite im Gegenstandshop kostenlos unterstützen, indem du einfach hier auf den Gegenstandshop draufklickst und da steht rechts unten oder links unten, unterstütze einen Creator. Dort klickst du nochmal drauf und dann gibst du diesen Tag ein, FAR-Gaming, und dann unterstützt du mich einfach kostenlos. Und jetzt will ich schon sagen, wenn du neu auf meinem Kanal bist, habe ich für dich sogar noch eine kleine Challenge. Und zwar schaffst du es in den nächsten 3 Sekunden, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Falls ja, dann schreibst du mir doch einfach mal mit Hashtag Glocke aktiv runter in die Kommentare. Und jetzt will ich einfach schon sagen, viel Spaß mit dem Video. Fangen wir an und let's go! Den 6. Platz bekommt die Auflösung 1600x1080. Zieht sie euch mal rein. Ich denke, ich werde jetzt da dieses Gameplay gleich einblenden. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr diese findet. Und einfach, was eure Lieblingsauflösung ist in Fortnite. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Viel Spaß mit dem Gameplay. Die nächste Auflösung heißt 1440x1080. Das ist ja das 4:3 Format. Schreibt mir einfach unten in die Kommentare, wie ihr dieses Format findet, beziehungsweise einfach die Auflösung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am meisten bisher das mit dieser Auflösung gespielt, weil ich einfach die anderen noch nicht so kannte und einfach nicht wusste, wie sie so sind. Aber das ist meiner Meinung nach eine mega, mega nice Auflösung. Checkt mal gerne das Gameplay ab. Viel Spaß! Aber jetzt kommen wir schon zum 4. Platz und zwar heißt die 4. Auflösung 1280x1080. Ich persönlich muss sagen, feiere sie extremst. Die 3. Auflösung heißt 1180x1080. Finde ich auch mega nice. Ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr viel sagen. Ist einfach 1A, Leute. Und jetzt kommen wir schon zur 2. Auflösung und zwar heißt sie 1154x1080. Ich muss sagen, ich spiele mit dieser Auflösung auch sehr oft, aber gleich den 1. Platz, der wird noch besser. Also den 1. Platz spielt auch Mongral selbst, also zieht sie euch gerne mal rein. Jetzt aber mit dem 2. Platz, viel Spaß!
Aber jetzt würde ich schon sagen, kommen wir direkt mal zum Platz 1. Und zwar finde ich persönlich die Auflösung 1080x1080 am allerbesten. Ich denke, da stimmen mir auch viele Pro-Player zu. Denn Mongral und so spielen sie auch alle selbst. Sie sind von 1440x1080 auf diese Auflösung 1080x1080. Ja, übergesprungen, keine Ahnung, ob man es so sagen kann. Auf jeden Fall ist sie mega, mega nice. Zieht euch das Gameplay rein. Ist einfach so sick. Aber jetzt wollte ich noch was Kurzes loswerden. Und zwar würde ich mich mega über ein kostenloses Abo freuen. Wenn du einfach mehr um Fortnite gestretchte Auflösungen, sag ich mal, sehen möchtest, da würde ich mich mega über ein Abo freuen. Und schreib mir doch gerne mal runter in die Kommentare, was ich noch so für 4:3 Stretch oder einfach nur gestretchte Auflösung Videos machen soll, beziehungsweise einfach bringen soll. Ob ich einfach mal die ganzen Vorteile, Nachteile auflisten soll, ob ich einfach mal für die AMD, einfach mal ein Video, ein Tutorial bringen soll. Keine Ahnung, schreibt mal gerne runter in die Kommentare, was ihr noch so für Stretched-Videos sehen möchtet. Das würde mich, wie gesagt, mega interessieren, aber jetzt geht's schon mit dem Gameplay vom ersten Platz weiter. Viel Spaß! Wie am Anfang schon erwähnt, würde sich der YouTuber, der die ganzen Gameplays aufgenommen hat, auch mega über ein Abo freuen. Deswegen checkt den gerne mal ab. Link dazu ist auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Was ist eigentlich eure Lieblingsauflösung? Schreibt sie mal gerne runter in die Kommentare. Mögt ihr überhaupt Stretched-Auflösungen oder nicht? Das würde mich alles mega interessieren. Aber jetzt würde ich schon sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und Peace!